Die Bayern-Agenda, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so heißt es ab sofort am Dienstagabend um 20.15 Uhr. Wir wollen Ihnen in dieser Sendung vorstellen, wer in Bayern diejenigen sind, die etwas bewegen, die Bayern in die Zukunft bringen, die mitgestalten daran, wie der Freistaat künftig aussehen wird. Und ich darf sehr herzlich als allerersten Gast in der Bayern-Agenda Bernd Ziegler begrüßen, den Wissenschafts- und Kunstminister. Ich grüße Sie. Herr Ziegler, Sie sind von Ihrer Ausbildung her eigentlich Lehrer. Sie waren kurz Kultusminister auch. Sind Sie froh, dass im Moment der Herr Piazzolo den Job machen muss und nicht Sie? Ach Gott, ich habe Leidenschaft für beide Themenfelder. Ich glaube, ich könnte beides auch relativ gut beschreiten. Wir haben es im Wissenschaftsbereich auch gut geschafft, diesen digitalen Betrieb gut hinzubekommen. Von daher sind beide Aufgaben sehr spannend, herausfordernd. Ich fühle mich in dem Aufgabenfeld, wo ich jetzt gerade bin, sehr, sehr wohl, weil wir unglaublich viele positive Weichen stellen können, weil wir Zukunftstechnologien auf den Weg bringen können, weil wir Kreativität fördern können. Und da macht die Wissenschaft und die Kunst schon richtig viel Freude. Was beschäftigt Sie im Moment mehr, die Kunst oder die Wissenschaft? Eigentlich ziemlich paritätisch, denn natürlich das Corona-Thema hängt ja in beiden Bereichen sehr stark mit in den Tagesablauf mit hinein. Da geht es jetzt darum, einfach wieder aus diesen Lockdown-Strukturen auch wieder anzufahren. In beiden Bereichen klappt das auch sehr, sehr gut. Von daher, je nachdem, was gerade so kommt, beides ziemlich paritätisch. Aber wie gesagt, die Fragestellungen sind durchaus identisch, aus einem Ruhezustand wieder hochzufahren. Das ist nicht so ganz ohne. Jetzt sind ja die Voraussetzungen sehr unterschiedlich in der Wissenschaft und in der Kunst, zumindest wenn man Kunst weit fasst und jetzt nicht damit nur die Staatstheater, die Opern und so weiter nimmt. Wie war denn das eigentlich, Kunstminister zu sein und es gibt keine Kunst? Das ist natürlich eine schwierige Situation, weil wir in allen Bereichen gespürt haben, wie diese Sehnsucht nach Kunst auch da ist. Natürlich das Publikum auf der einen Seite, die genießen wollten, die Künstlerinnen und Künstler, die auch ihre Leidenschaft, ihren Beruf auch präsentieren wollten. Viele auch in schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Da ging es dann auch darum, überhaupt auftreten zu können, um überleben zu können. Das war nicht so ganz ohne. Und da haben wir auch eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen, Unterstützungen gegeben, bis hin zur Situation, dass natürlich viele, die in staatlichen oder in kommunalen Strukturen waren, zwar wirtschaftlich einigermaßen gut abgesichert waren, aber eben auch dieses Defizit im Auftreten hatten. Jetzt war aber schon bemerkenswert, dass es sehr schnell Unterstützung gab für Unternehmen. Also die Wirtschaft hat hier geschrien und das Geld ist geflossen. Währenddessen sich die Künstlerinnen und Künstler ganz lange eigentlich mit dem Etikett "Wir sind nicht systemrelevant" auf der Stirn gesehen haben und dass man nicht an sie gedacht hat. War das so? Also, oder ist das, wie war das in Ihrer Wahrnehmung? Also tatsächlich war von Anfang an sehr früh ein Instrumentarium gegeben. Sehr früh war natürlich die Möglichkeit gegeben, in Grundsicherung zu gehen. Das war für viele natürlich, die selbstständig sind, kein attraktives System. Aber ich stelle jetzt auch aus vielen Gesprächen fest, dass sie es doch mehr gemacht haben, als man dann öffentlich so wahrnimmt. Ich hatte vor kurzem erst mit Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat ein langes Gespräch, der das somit bestätigt hatte. Und dann haben wir eben im Mai ein erstes Förderprogramm auf den Weg gebracht, haben über den Sommer dann eben auch weitere Programme entwickelt, haben jetzt übrigens auch eine eigene Ansprechpartnerin für die sogenannte freie Szene, auch im Ministerium, zum ersten Mal in der Geschichte des Bayerischen Kunstministeriums, erscheint das Thema freie Szene auch im Organigramm. Wir kümmern uns offensiv darum. Natürlich gab es einen gewissen Weg, aber wir sind jetzt insgesamt vernünftig aufgestellt mit einem Solo-Selbstständigen-Programm. Letzte Woche ein Stipendienprogramm für die Nachwuchskräfte. Die Spielstätten konnten wir unterstützen. Wir haben jetzt viele 10 Millionen Euro ausgegeben und konnten damit auch die Struktur stützen. Ein gewisser Weg war es, das sei zugestanden, aber wir sind jetzt gut unterwegs. Was bekommt man denn als Solo-Selbstständiger für eine Unterstützung? Sie können jetzt bis zu 1180 Euro beantragen. Viele sind da hybride Modelle, die teilweise dann, also viele Leute sind zum Beispiel dann in einer Musikschule mit tätig, haben andere Bereiche, haben dann diesen Kunstbereich mit dabei. Also es ist ein sehr unterschiedliches, eine sehr unterschiedliche Struktur, wo wir auch unterschiedliche differenzierte Antworten finden müssten. Die einen hatten Ausfallhonorare in staatlichen Bereichen, die nächsten sind komplett irgendwo bei kommunalen Strukturen unterwegs. Also es gibt nicht die einheitliche Lösung, sondern es gibt da viele Wahrheiten. Und auch da mussten wir ein Stück uns weiterentwickeln. Und mit der Einrichtung eines entsprechenden Beratungsgremiums aus der Szene raus sind wir auch viel, viel besser gefahren. Ich kann mir das ja schwierig vorstellen, weil mit einem Schlag stehen ja alle bei Ihnen vor der Tür. Also Sie haben ja gerade gesagt, es gibt die Hybriden, es gibt die Festangestellten, es gibt die vielleicht in Kurzarbeit geschickt wurden, es gibt die freie Szene. Wie sortiert man sich in so einer Pandemie zurecht? Also was macht man da mit seinem Haus eigentlich?
Reden. Also wirklich die Dinge aufnehmen. Wir haben auch intern viel umstrukturiert. Man muss auch wissen, wir haben auch gar keine eigentliche operative Ebene. Die ganzen Auszahlungsmaßnahmen sind dann über die Bezirksregierungen gelaufen oder über Bayern Innovativ. Bayern Kreativ hat uns bei vielen Strukturen damit geholfen. Also auch dieses Instrumentarium überhaupt, das zu entwickeln, um das Geld dann dahin zu bekommen, wo es hingehört, war auch nicht ganz einfach. Wir haben Gott sei Dank jetzt viel geschaffen und konnten jetzt auch vielen Menschen helfen. Es gab am Anfang natürlich viel Aufregung, aber wir haben jetzt auch eine ganze Reihe von vielen positiven Rückmeldungen. Sie haben ja vorher schon gesagt, jetzt gilt es wieder langsam anzufahren. Und dieses Anfahren, da gibt es sehr große Diskussionen darüber, wie das geschehen soll. Vor kurzem haben die Münchner Kulturschaffenden einen offenen Brief an die Staatsregierung geschrieben. Da muss ich Ihnen ein Zitat schnell vorlesen. Sie lassen in Biergärten bis zu 3000 Personen bei einem Public Viewing zu, während bei Kulturveranstaltungen immer noch nur 1500 zugelassen sind. Ist das wirklich im Sinne einer nachvollziehbaren Pandemie? Politik. Also zunächst bin ich mal froh, dass wir Anfang Mai die Ersten waren, die überhaupt wieder Dinge zugelassen haben, auch im Innenbereich. Dann eben anders als im letzten Herbst, wo wir streng nach Zahlen gegangen sind, uns eben sehr an den Möglichkeiten, Lüftungen, Abstandskonzepte in den Räumen orientiert haben, also eine deutliche Weiterentwicklung. Und dann sind wir schrittweise weitergekommen und haben uns entwickelt an vielen Punkten. Natürlich gibt es auch da und dort ein paar Brüche, aber mit den 1500 Leuten, die wir jetzt Stand haben, kommen wir schon relativ weit. Übrigens bei vielen Veranstaltungen in ländlichen Regionen kommen wir nicht ansatzweise in die Richtung dieser Zahlen. Wir müssen jetzt sicherlich schauen, dass wir mit einzelnen Ausnahmegenehmigungen weiterkommen. Klassik am Odeonsplatz war ja letzte Woche, da waren viermal die 2000 Leute. Wir sind jetzt in der Oper im Schachbrettmuster, hier wieder Boden, also jeder zweite Platz mit besetzter Gärtnerplatz, Ausnahmegenehmigung in Bayreuth. Und da sieht man auch, in welche Richtung wir für den Herbst wollen, dass wir auch innen einfach wieder mehr Möglichkeiten dann haben. Wir haben sehr früh erklärt, im Sommer wird viel als Open-Air-Veranstaltung laufen. Und da können wir mit den 1500 Leuten schon viel erreichen, um ein gewisses Grundprogramm abbilden zu können. Ich spüre aber auch, dass viele Menschen immer noch relativ zurückhaltend sind. Das mit dem Boden haben wir absichtlich gemacht. Das wussten wir, dass Sie das sagen. Da haben wir einfach einmal kurz haben wir Vorahnung gemacht. Hat sich wunderbar angeboten. Zum Veranstaltung, was mit Schachbrettmuster gemeint ist. Also wir kommen ja wirklich Schritt für Schritt weiter. Aber jetzt nochmal, ohne Schmarrn. Ich meine, die 3000 Leute im Biergarten sitzen näher aneinander und sich näher gegenüber, als man das in jedem Theater oder auch bei einem Open Air tun würde. Diese Ungleichbehandlung, ich kann die Kulturschaffenden schon verstehen, dass die das aufregt, weil die müssen natürlich jetzt Geld verdienen. Die haben ja jetzt lang genug überhaupt keine Möglichkeiten gehabt. Ich kann das absolut auch nachvollziehen und verstehen. Deshalb schauen wir auch praktisch wöchentlich diese Regularien immer wieder mit an. Wir hatten jetzt im Juni begonnen und haben jetzt immer von Beginn bei 250, 500, 1500. Sie müssen ja auch die Maschinerien entsprechend hochfahren. Sie müssen das Ticketing jeweils berücksichtigen. Da gibt es auch organisatorische Fragen. Dann Sie müssen die Plätze verkaufen. Sie müssen dann auch den Nachweis führen, wer wo gesessen ist. Das sind ja alles die Dinge, die auch hochwachsen müssen. Und wir beschäftigen uns intensiv mit diesen Dingen und werden uns auch Schritt für Schritt weiterentwickeln. Das ist eine ganz zentrale Aufgabe, weil vollkommen klar ist, dass bei bestimmten Formaten die Wirtschaftlichkeit nur mit höheren Zahlen gegeben ist. Und dann gibt es natürlich auch noch die EM, die gerade zu Ende gegangen ist, mit Bildern, die einen, also jeden, der irgendwie so eine Idee von Vorsicht hat, eigentlich sich veralbert fühlen muss. Also ein Wembley-Stadion voll besetzt. Und dann sind ja Fußballfans auch nicht Opernfans, die fallen sich schreiend um den Hals. Das kennt man von Opernfans jetzt eher nicht, dieses Verhalten. Wer dann, muss man da nicht auch einfach sagen, also wenn man das erlaubt, dann muss das andere auch möglich sein. Also bei den Opernfans haben Sie natürlich vollkommen recht. Wenn Sie ein klassisches Open-Air-Konzert nehmen mit 20.000, 25.000 Leuten, ist natürlich körperliche Nähe schon auch ein Punkt, gehört auch zum Erleben mit dazu. Also Sie sehen schon, bei den Veranstaltungen selbst gibt es auch extreme Unterschiede. Und bei Operveranstaltungen und diesen Dingen haben wir auch nicht die ganz großen Probleme, was jetzt die Auslastungen anbelangt. Das sind die ganz großen Veranstaltungen. Natürlich die Bilder aus Budapest ausverkauft, jetzt Wembley das Finale mit 60.000. Geplant waren ja mal irgendwann 90.000, dieses Stadion komplett voll zu machen. Dann die Nachricht auch zu hören, dass der Fans die Stadien stürmen wollen, alles nicht sonderlich erfrischend. Und getan haben. Also genau, das sind Dinge, die mich auch nachdenklich machen.
Hier in München hatten wir die kleinsten Auslastungen mit den 14.500, auch hier 20% maximal. Auch natürlich die Erfahrungen sammelt, wie es denn klappen kann. Da war nicht nur alles positiv, das muss man deutlich sagen, aber es war jetzt eben auch der große Pilot auch für die nächsten Schritte, die kommen müssen. Und das werden wir natürlich auch kritisch ausleuchten. Aber ich möchte darauf hinweisen, hier in München, hier in Deutschland, waren wir beim Thema Fußball eben auch sehr, sehr vorsichtig mit den geringsten Kapazitäten im Stadion. Jetzt haben Sie vorher schon angesprochen, die Corona-Hilfen für die Solo-Selbstständigen, die jetzt noch mal in eine dritte Runde gegangen sind. Können Sie das denn fortsetzen? Irgendwann muss doch der Finanzminister kommen und sagen, also Siebler, jetzt klang's, gell? Wir haben selber kein Geld mehr. Also zunächst bin ich mal froh, dass wir jetzt bis zum 31.12.2021 alle Programme verlängern konnten. Das Solo-Selbstständigen-Programm, das Spielstätten-Programm, die Stipendienprogramme, die wir haben. Wie gesagt, wir haben jetzt viele 10 Millionen Euro ausgegeben, um die Struktur, aber vor allem auch die Menschen zu stützen und zu unterstützen. Die Überlegung ist natürlich jetzt für den Herbst, dass man möglichst viel Normalbetrieb mitkommt. Und Impfen hilft einfach. Wir haben jetzt 55-60% der Menschen, die eher eine erste Impfung haben, und rund 40%, die komplett geimpft sind. Wir hoffen natürlich jetzt, dass wir in den Herbst hinein auf 70-80%, wenn wir noch lieber, mitkommen. Und wir sind ja auch kräftig unterwegs, jetzt auch als Staat und öffentliche Hand jetzt wirklich Akzente zu setzen. Und da muss man natürlich ernsthaft diskutieren, welche Einschränkungen man für Geimpfte noch hinnehmen kann, was verhältnismäßig ist. Ich selber könnte mir vorstellen, dass man dann im Herbst schon auch mit deutlich größeren Zahlen unterwegs ist, sodass der Betrieb dann eben auch wieder gestützt ist, dass er vernünftig stattfinden kann, dass wir uns hoffentlich gar nicht mehr so sehr über Unterstützungen unterhalten müssen. Es gibt jetzt ein gutes Bundesprogramm, das glaube ich bis 2022 hinein schon läuft, wo eben Reduzierungen bei Personalbesucherzahlen eben auch finanziell ausgeglichen werden. Das hilft auch der Veranstalterbranche im Besonderen. Einen weiteren Kritikpunkt gibt es, und der hat tatsächlich Auswirkungen. Wir haben in immer mehr Städten in Bayern feierwillige junge Leute, die nicht in ihre Clubs kommen. Die Kulturschaffenden in München sagen, die Clubszene muss geöffnet werden. Sind Sie mit den Hygienekonzepten nicht einverstanden, die Ihnen da geboten worden sind? Also Clubs und Diskotheken sind natürlich auch die Orte, die wo viele Menschen am engsten aufeinander stehen, die oftmals bei den Lüftungen Probleme haben, wo die Clubkultur, Keller, im Niederbayerischen sagt man mal Borzen mit dazu ab und zu, mit Zwinker, Zwinker. Da muss man wirklich ganz besonders hinschauen. Das ist wirklich der Bereich, der am schwierigsten ist. Jetzt haben wir, glaube ich, gute Möglichkeiten im Sommer. Gut, die Landeshauptstadt München hat jetzt auf der Leopoldstraße, auf der Ludwigstraße einiges untersagt. Aber es gibt insgesamt im Sommer natürlich größere Möglichkeiten. Und in den Herbst hinein müssen wir schauen, dass wir mit dem Impfen weiterkommen. Durch den Wegfall der Priorisierungen können wir jetzt gerade bei jungen Menschen da aufholen, wo wir bisher noch Defizite hatten. Und dann müssen wir wirklich von Woche zu Woche und im Herbst dann vor allem dann die Situation nochmal neu ansehen. Lassen Sie mich nochmal auf den Albert Füracker zurückkommen, der irgendwie schauen muss, wie er die Lücken füllt, beziehungsweise der schon sehr viel Geld investiert hat. Natürlich nicht er allein, sondern die bayerische Staatsregierung. Aber irgendwann muss ja mal der Schritt kommen, wo der sagt, jetzt schaut bitte mal jeder in seinem Haus nach, was unbedingt sein muss und was wir vielleicht einsparen können oder zumindest aufschieben können. Gibt es den schon, den Schritt? Wir müssen immer aufs Geld schauen. Wenn wir in den letzten Jahren in Bayern nicht aufs Geld geschaut hätten, hätten wir jetzt auch nicht die Möglichkeiten, solche Hilfsprogramme zu starten. Ich habe jetzt aus den Gesprächen mit den anderen Länderministern deutlich herausgehört, dass wir sehr, sehr, sehr gut unterwegs sind mit den Angeboten, die wir in Bayern haben. Und Ziel ist natürlich, dass wir jetzt im Herbst möglichst wieder in normalere Situationen als bisher zurückkommen, sodass wir immer weniger Hilfen auch tatsächlich brauchen. Das muss natürlich das Ziel sein. Zum einen, weil es den Künstlerinnen und Künstlern, dem Publikum gut tut. Zum anderen, weil es uns auch auf der finanziellen Seite hilft. Als Kunstminister betone ich erst die erste Seite der Menschen, die Kunst und Kultur produzieren und genießen. Aber natürlich müssen wir das Geld schauen. Allerdings will ich darauf hinweisen, in den letzten Jahren und auch in diesem Haushaltsjahr 2021 haben wir als Freistaat Bayern in den regulären Haushalten auch noch mehr Steigerungen gerade für diesen Bereich mit dabei. Und ich hoffe, dass viele Kommunen dem ein oder anderen kommunalen Beispiel da nicht folgen, weil wir haben tatsächlich auch hier in München und anderswo ja schon erste Kürzungen bei kommunalen Trägern. Der Freistaat Bayern hat eher noch mal erhöht. Und Sie halten an einem Projekt fest, von dem ich der Überzeugung war, dass das aufgeschoben wird, nämlich an dem neuen Konzerthaus in München. Die ersten Kosten, die Sie veranschlagt haben, waren 370 Millionen Euro. Im Haushaltsausschuss
war jetzt plötzlich von 580 Millionen die Rede. Das ist jetzt nur, wir sind in der Planung, wir haben da noch nicht einen Stein gebaut. Das ist richtig, es war von Anfang an klar, dass das ein sehr ambitioniertes Projekt sein wird. Aber wir haben hier in München eben auch eine entsprechende Zahl von herausragenden Orchestern. Und wir werden dieses Projekt von Anfang an so konzipieren, dass es eben nicht nur ein abgeschlossenes Elite-Projekt für ein Orchester sein wird, sondern wir denken die freie Szene mit, wir denken die Kinder- und Jugendarbeit mit. Wir werden von Anfang an dieses Haus so konzipieren, dass es ein offenes Haus sein wird. Wir haben uns jetzt entschlossen im Haushaltsausschuss, dass wir 2 Jahre noch vertiefte Untersuchungen gehen werden. Ein relativ normaler Schritt bei einem Projekt in dieser Größenordnung. Was sind vertiefte Untersuchungen? Wir werden jetzt von der Kostenplanung in die Kostenberechnung einsteigen, sodass wir gerade bei der finanziellen Seite nochmal deutlich stärker unterwegs sind. Wir haben, anders als bei den ersten Entwürfen, zum Beispiel ganz faszinierend auch eine digitale Fassade, die den offenen Charakter des Hauses auch betonen soll. Da müssen wir natürlich auch ein Stück stärker drauf schauen. Aber ich denke, dass das schon ein Projekt ist, wo wir kommend im Vergleich mit der europäischen Spitze hier eben auch mithalten wollen. Wir haben hier ein international herausragendes Orchester mit Simon Rattle, auch einem tollen, großartigen Dirigenten. Da müssen auch die äußeren Bedingungen stimmen. Und als Kunstminister werde ich dieses Projekt natürlich auch intensiv verteidigen, wohl wissend, dass hier im finanziellen Bereich noch einige Fragen auf uns zukommen werden. Aber wieso ist das plötzlich 210 Millionen? 210 Millionen, man sagt es ja heutzutage so geschlampert dahin, weil wir nur noch in Milliarden unterwegs sind. Mhm. Aber warum ist es jetzt schon 210 Millionen Euro teurer? Wir haben vor allem im Bereich der Akustik, aufgrund des herausragenden Akustikers Nakajima, jetzt nochmal neue Konzepte mit gehabt. Es sind Echokammern, Resonanzkammern, die ein höheres Bauvolumen als ursprünglich geplant war, mit erforderlich machen. Die Entscheidung, diesen Akustiker zu nehmen, hat dazu geführt, dass es auch technisch ein paar Dinge mitgibt. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine Entwicklung im Baumarkt, in der Bausituation, wo die Preise momentan halt leider auch davon galoppieren. Nicht nur bei diesem Projekt, sondern bei vielen anderen auch, weil die Baukonjunktur eben sehr, sehr gut ist im Moment. Aber wir müssen natürlich überall schauen, dass wir das einigermaßen vernünftig gestalten können. Wir wissen aber auch, dass wir eben auch in einem sehr hohen, anspruchsvollen Segment unterwegs sind. Und deshalb bin ich dem Haushaltsausschuss dankbar, dass wir jetzt weiter vertieft untersuchen können. Was steht am Ende der vertieften Untersuchung? Ein wie hoher Betrag? Das kann ich Ihnen heute nicht sagen. Wenn wir die Untersuchungen nicht bräuchten, dann würden wir es ja nicht machen. Also von daher bitte ich um Entschuldigung, wenn ich bei den Zahlen hier nicht konkreter werden kann. Die 580 Millionen übrigens plus dann noch Risikozuschläge und solche Dinge, die wir auch vorher gebraucht hätten, die stehen im Raum und damit kann man sich schon ein Stück orientieren. Aber es war auch von Anfang an vollkommen klar, dass Spitzenprojekte hier auch, ja, da kriegt man halt nichts von der Stange und nichts Preisgünstiges. Aber wir müssen natürlich insgesamt darauf achten, dass wir hier einen guten Maßstab hinbekommen. Die Opposition, allen voran die FDP, sagt, naja, wir wissen ja selber, wie die Steigerungen dann noch sind, wenn der Staat baut, wir kommen da nicht ohne 1 Milliarde raus. Das mag die FDP alles schon wissen, da spricht sich ein ehemaliger Wissenschafts- und Kunstminister, der plötzlich hier reservierte Haltung einnimmt, sonst immer ganz offen ist bei diesen Dingen. Hat mich etwas überrascht, dass man hier so differenziert vorgeht. Sei es drum, wir müssen die Kosten natürlich im Auge behalten, wir müssen schauen, wie das Ganze läuft. Und das ist ja auch ein Haus, das nicht nur für München hier steht, das ist konzipiert für ganz Bayern. Und wir möchten hier natürlich auch ein offenes Haus gestalten und auch ein modernes Haus gestalten. Das wird Geld kosten, wir müssen aber schauen, dass es einigermaßen ausgewogen daherkommt. Sie haben vorher schon die Kommunen angesprochen. Viele Kommunen, denen es vor Corona gut ging, die auch ein finanzielles Polster hatten, haben sich dazu entschlossen, zu renovieren, ihre Stadttheater zum Beispiel, ihre Museen. Und in nicht wenigen Fällen, Ingolstadt ist so ein Beispiel, kommt es da jetzt zu wirklich krisenhaften Situationen. Können Sie da die Kommunen unterstützen? Werden Sie die unterstützen? Wir haben bei vielen speziell Bauprojekten jetzt auch staatliche Beteiligungen mit dabei. In Augsburg gibt es die Diskussion, da ist das Staatstheater, da sind wir ja auch intensiv mit dabei. Bei vielen anderen Konzepten haben wir Prozentförderzuschüsse über das Finanzausgleichsgesetz, das liegt beim Finanzminister. Also wir haben hier bei vielen Bereichen tatsächlich Unterstützungsmaßnahmen gehabt, genau wie wir über die nichtstaatlichen Museen oder Theater oder auch Orchester eine ganze Reihe von staatlichen Zuschüssen geben. Die haben wir in den letzten Jahren regelmäßig immer wieder auch Erhöhungen durchführen können, Gott sei Dank, denn sonst wäre vieles deutlich schwieriger gewesen. Ich bedanke mich sehr herzlich beim Kunstminister, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Bayern Agenda. Wir machen eine kurze Pause und begrüßen dann einen neuen Gast, nämlich den
Wissenschaftsminister. Die BayWa steht für die Landwirtschaft. Für ein gutes Baugefühl. Für klassische und erneuerbare Energie. Und für weltweite Verbundenheit. Öffner. Deutschlands Preissieger lässt die Preise tanzen. Jetzt 36% Rabatt auf Möbel und Küchen sichern. Kommen Sie vorbei, es lohnt sich. Mehr unter hoeffner.de. München, deine Stadt. Sie ist für dich da. Jeden Tag, ganz leise beginnt ihr Puls zu schlagen. Er schlägt mit dem Wunsch nach mehr. Mehr Leben, mehr Erleben. Angetrieben von Strom, von Wasser und Daten, von Bussen und Bahnen. Und vor allem von Menschen. Für Menschen. Denn das ist unsere Stadt. Es wird hell und warm. SWM, der Puls unserer Stadt. Öffner, jetzt 36% Rabatt auf Möbel und Küchen sichern. Mehr unter öffner.de. Wie gut, dass in Bayern der Kunst- und der Wissenschaftsminister derselbe Mann ist. Sonst hätten wir nämlich hier noch tauschen müssen. Aber Bernd Ziebler jetzt in seiner Funktion als Wissenschaftsminister ist immer noch hier in der allerersten Bayern-Agenda. Wissenschaftsminister heißt plötzlich sich mit der Corona-Krise sehr viel verändert hat, weil die Wissenschaftler ja ganz anders in den Fokus gerückt sind, als man das vorher hatte. So ist es. Also wir haben gerade auch über die Unimedizin wichtige Akzente setzen können bei der Grundlagenarbeit, natürlich bei der Entwicklung von Impfstoffen, Medikamente, die jetzt immer stärker kommen, aber auch die Versorgung insgesamt. Da haben die Unimediziner sehr, sehr viel geleistet mit den anderen Krankenhäusern natürlich zusammen. Aber die Formulierung von der Unimedizin, die Speerspitze und Rückgrat bei Forschung und Versorgung war, die hat sich schon festgelegt auch. Und da war ich richtig stolz, dass wir hier im Forschungsbereich unglaublich viel haben setzen können und eben jetzt auch viel Material haben, um zu sehen, wie wirkt denn Corona in der Gesellschaft, wie ist tatsächlich dann die Verbreitung gewesen, wie viele Menschen waren schon betroffen. Und auch ganz wichtig, welche soziologischen Auswirkungen hat das Ganze? Wie ändert sich denn auch das Zusammenleben? Das wollen wir auch nicht vergessen. Da gibt es natürlich die medizinische Seite, aber die Dinge wirken ja auch psychologisch in Staat und Gesellschaft hinein. Jetzt gibt es auch zum Thema Corona unter vielen Wissenschaftlern sehr unterschiedliche Ansichten. Wie haben Sie denn entschieden, auf wen hören Sie? Wie haben Sie das entschieden? Wir hören ja letztlich auf die Breite der Strukturen und Wissenschaft. Ist ja auch nicht ein konkretes Ja-Nein-Schema, sondern es ist immer, die Thesen gelten ja so lange, bis sie falsifiziert sind dann. Das ist das wissenschaftliche Erkenntnisstreben, wo viele Menschen ja auch ein Problem hatten, weil sie eben genau diese Ja-Nein-Antworten erwartet hatten. Vielen Punkten konnte man das auch eindeutig geben. Es ist vollkommen klar, wir waren als bayerische Staatsregierung sehr zu Recht beim Team Vorsicht und Zurückhaltung, weil völlig klar war, bei einer Krankheit, die sich eben durch Aerosole, Luftübertragungen, die Dinge übertragen, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Man hat eben nicht nur für sich selbst Verantwortung, sondern man kann eben auch übertragen, das sind eben ansteckende Krankheiten. Das ist anders als bei anderen Krankheiten, die man eben nur für sich eben dann hat dann. Und von daher waren wir immer bei dem Team Vorsicht und Zurückhaltung mit dabei und da waren wir immer auch mit regelmäßigen Gesprächen in dem Kabinett dann mit dabei. Wir haben uns das ganze Spektrum eingeladen und hatten hier auch immer wieder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, die uns in unserem Kurs ausdrücklich bestätigt hatten. Was für eine Prognose haben Sie denn für den Herbst?
Impfen hilft, ganz einfach, das spürt man sehr, sehr deutlich. Ich darf ja auch BRK-Kreisvorsitzender sein, habe auch den Überblick über Altersheime. Da, wo geimpft ist, ist vollkommen klar, dass Corona nicht mehr diese Wirkung entfaltet. Ganz eindeutig. Das spürt man auch. Und deshalb müssen wir beim Thema Impfen weiterkommen. Wir sind jetzt auch gerade dabei, die Jüngeren, die Studierenden jetzt auch in die Kampagne mit einzubeziehen. Und deshalb gehen wir davon aus, dass mit Fortschritt des Impfens eben auch mehr Normalität in Kunst und Kultur, um die Brücke zu vorhin zu bauen, als auch in Wissenschaft und in der Präsenzveranstaltung an Universitäten schlicht möglich sein wird. Es gibt viele Studentinnen und Studenten, die kennen ihre Mitstudierenden tatsächlich nur aus irgendwelchen Videocalls oder aus der WhatsApp-Gruppe. Meinen Sie, es wird wieder Präsenz geben im Herbst? Werden wir das schaffen an den Unis? Also zunächst bin ich sehr froh, dass dieser digitale Unterricht ja sehr, sehr gut funktioniert hat. Es war ja quasi ein Schalter umlegen und es hat dann sehr gut funktioniert. Ich habe mich übrigens auch im letzten Herbst mit den Vizepräsidenten Lehre getroffen, um auch die didaktischen Fragen zu besprechen, nicht nur die technischen. Wir werden es in diesem Herbst auch wieder machen, um eben auch die Qualität zu haben. Denn wir werden im Herbst sicherlich sehr viel mehr Präsenz haben. Wenn die Supermutante kommt, was ich nicht hoffe, dann sieht die Welt noch mehr anders aus. Aber wir setzen alles darauf, dass wir sehr viel mehr Präsenz haben werden. Wir sollten aber auch darauf achten, dass die positiven Seiten des digitalen Semester erhalten bleiben. Ob jede große Vorlesung, Frontalunterricht, wirklich dann in Präsenz stattfinden muss oder ob man die eben nicht digital machen kann, vielleicht sogar als Videoaufzeichnung, um den unterschiedlichen Lerntypen entgegenzukommen dann. Das muss man alles überlegen und ich werde mich auch sehr dafür einsetzen, dass wir diese Dinge halten werden. Aber wir werden Lage der Dinge im Herbst sehr viel mehr Präsenz haben. Wir arbeiten intensiv darauf hin. Wir haben entsprechende Beschlüsse gefasst und wir diskutieren das auch mit den Präsidentinnen und Präsidenten der Universitäten und der Hochschulen und animieren alle dazu, auch mutige Schritte voranzugehen. Deshalb eben auch jetzt schon eine ganze Reihe von Impfkampagnen, die stattgefunden haben. Und es werden noch sehr viel mehr stattfinden. Für die Studierenden ist es ja eine spannende Zeit, weil sie eigentlich nicht wissen, ob sie zum Beispiel das letzte Semester jetzt tatsächlich absolvieren können und dann fertig sind und sich vielleicht eine Ausbildungsstelle oder einen Job suchen können oder vielleicht dauert es ja doch so ein bisschen länger noch. Diese Unwägbarkeiten, von denen wir immer wieder hören, kann man da zumindest sagen, das wird sich stabilisieren? Wir haben jetzt in den letzten Semestern immer sogenannte eigene Corona-Gesetze auf den Weg gebracht. Wir haben das BAföG verlängert, wir haben Prüfungszeiträume verändert, wir haben mitgeholfen, dass hier alles läuft, damit das keine verlorenen Semester sind. Mhm. Und tatsächlich haben viele wirklich ihre ECTS-Punkte, ihre Prüfungen machen können und konnten hier relativ stabil im Studium weitergehen. Meine Kinder sind ja selbst in dem Alter, wo sie zwischen Schule und Studium stehen. Ich kenne auch viele aus der Community selbst. Am Samstagabend, wenn Grillparty bei Sieblers ist, sind immer wieder auch Kumpels meiner Söhne mit da. Da kriege ich auch die Originalrückmeldung. Mhm. Und da hat vieles positiv funktioniert. Natürlich gibt es auch ein paar Ausreißer, wo es besondere Schwierigkeiten gab. Aber mit diesen Erleichterungen, mit diesem engen Begleiten konnten wir tatsächlich viel tun. Und diese Semester, sie waren keine verlorenen Semester. Und es ist auch tatsächlich so, dass wir keine verlorene Generation haben. Gerade die jungen Menschen haben sehr, sehr toll bewiesen, dass sie sehr, sehr flexibel sind, dass sie mit schwierigen neuen Situationen gut umgehen konnten. Und gerade auf die Bereiche Studieneingang und Studienende haben wir auch besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit auch mit verwendet, um hier eben Übergang von Schule in die Uni besonders Augenmerk zu haben. Und die Prüfungsphase am Ende ist auch besonders wichtig. Wir haben Gott sei Dank viele junge Menschen gehabt, die ihre Prüfungen gemacht haben und die auch ins berufliche Leben gegangen sind. Da ist Gott sei Dank viel fast normal über die Bühne gegangen. Hm. Sie haben vorher schon die Impfangebote für die Studenten angesprochen. Wird es die denn geben? Ist das schon sichergestellt, dass auch die Menge an Impfstoff da ist? Wir kommen ja jetzt in eine Situation, wo eher zu viel als zu wenig Impfstoff da ist, und zwar aus allen Spektren der Impfstoffe. Wir hatten an einer ganzen Reihe von Universitäten und Hochschulen schon eigene Impfaktionen. Und wir werden das noch weiter intensivieren. Wenn wir nämlich dann im Oktober, November, wenn das Semester losgeht, dann auch in der Gruppe der Studierenden sehr viele Geimpfte haben, und da bin ich sehr optimistisch, dass das viele machen werden, dann werden wir uns beim Thema Präsenz noch viel, viel leichter tun und viel, viel einfacher die Dinge umsetzen können. Wir haben ja auch schon beschlossen, dass wir rund 3 Millionen Tests für die Universität gekauft haben, dass wir auch für die Zeiträume dann, wenn jetzt die Prüfungen wieder anstehen, die Leute testen können, dass wir auch hier maximal alles tun, um Normalität zu haben.
Testen und Impfen hilft. Und wir werden im Herbst deutlich weiter sein, als wir das jetzt sind. Und wir werden es auch noch mal weiter organisieren. Und ich denke, dass in den nächsten Tagen da eine Reihe von Initiativen kommen werden. Und jetzt machen wir auch noch Raumfahrt. Auch das machen wir. Wir waren ja am Montag mit dem Ministerpräsidenten jetzt in Ottobrunn in Taufkirchen, weil wir hier auch schlicht den Anspruch haben, Zukunft zu gestalten. Es geht jetzt nicht darum, da jetzt wieder Menschen auf den Mond zu schießen und jetzt die Mondbasis Alpha 1 zu bauen oder sonstige Dinge. Es geht um Erdbeobachtung, es geht um Geodäsie, es geht darum, Hochpräzisionslandwirtschaft machen zu können. Es geht darum, mit Ressourcen vernünftig umgehen zu können. Es geht darum, den Planeten in seiner Veränderung beobachten zu können. Jetzt bei Hochwasserereignissen Prognosefähigkeiten zu verbessern und. Da hilft der Blick von außen mit ein bisschen Abstand sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich das Kernkonzept von all diesen Bereichen. Da geht es natürlich auch darum, im Bereich der Luftfahrt nochmal auch moderne Energiesituationen sicherstellen zu können und. Der Begriff Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umweltschutz, wenn Sie so wollen, das ist ein ganz zentrales Element, das uns da antreibt. Und da kann man eben mit einer entsprechenden Erdbeobachtung, Geodäsie, sehr, sehr viel tun. Dafür brauchen Sie Antriebssysteme, dafür brauchen Sie auch kluge Köpfe, die hier auch Fragen aufwerfen, die wir heute noch gar nicht so sehen und wo wir dann eben die Antworten auf die Zukunft bekommen. Und es war eben am Montag wirklich beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung und welchen Glanz in den Augen dieser jungen Menschen hier sich hinarbeiten. Und wir haben eine riesige Nachfrage. Wir haben jetzt ungefähr 1000 Studierende. Viele wollen hier nach München, nach Taufkirchen und Ottobrunn kommen, um hier zu studieren. Und wir müssen eher viele Leute ablehnen und haben eine riesige Nachfrage. Wir wollen aber in den nächsten Jahren auf 3.000, 4.000 Studenten da kommen in diesem Segment. Das schlicht Zukunft gestaltet. Das war ja ein bisschen schwierig, dieser Start. Also ich erinnere mich noch gut an Bavaria One und Markus Söder im Emblem, das uns beschreibt, wie es der Freistaat Raumfahrtzentrum wird. War das ein Hemmschuh eigentlich? Also haben Sie da nicht auch irgendwann mal gesagt, boah, so hätten wir es vielleicht nicht anfangen müssen, so personalisiert und so? Bayern ist ganz vorne dabei. Wir müssen eine Vision mitgeben. Wir müssen die Mission Erde, war am Montag eben das Beispiel. Wenn Sie hier zu klein beginnen, dann werden Sie die großen Knoten, die vor Ihnen da liegen, nicht durchschlagen können. Von daher war es richtig, mit einem ambitionierten Thema zu kommen. Man muss jetzt nochmal sehen, 2018 war das Thema noch nicht so im Bewusstsein. Jetzt am Wochenende gab es die ersten privaten Weltraumflüge. Die Chinesen sind massiv unterwegs. Das Thema Weltraumforschung hat sich in den letzten 3 Jahren wieder deutlich mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit hineingegeben. Und da kommt es auf Politik eben auch an, Trends zu erkennen, Trends zu formen und zu gestalten und denen nicht nachzulaufen. Das hat der Ministerpräsident sehr, sehr gut erkannt. Und deshalb sind wir jetzt wieder vorne mit dabei und können hier eben auch Entwicklungen steuern und müssen nicht hinterher hecheln. Insgesamt soll der Wissenschaftsstandort Bayern ja noch innovativer werden, noch zukunftsgewandter. Es wird geforscht in Sachen KI und so weiter, künstliche Intelligenz. Ist das sehr stark gekoppelt an das, was an Umbruch gerade auch in der Industrie stattfindet? Also zunächst werden wir 2.500 zusätzliche Stellen schaffen, 1.000 Professuren für neue Aufgaben, 13.000 weitere Studienplätze, vor allem im Bereich Informatik, aber eben auch künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Quantencomputing. Das sind all diese Dinge, die momentan tatsächlich die öffentliche Diskussion mit prägen. Auch hier in München mit dem Leibniz-Rechenzentrum in Garching draußen haben wir schon eine sehr, sehr gute Struktur. Wir haben auch tolle Professorinnen und Professoren, ausdrücklich auch Professorinnen seien hier genannt, die diese Entwicklungen mit steuern und eben auch zwischen einem Bereich, der sehr kommerziell daherkommt, einem Bereich, der sehr, sehr überwachend daherkommt, einem Bereich, der sich zur Herausforderung gemacht hat, Sicherheitssysteme zu knacken. Wir wollen hier auch mit europäischen Wertmaßstäben, mit bayerischen Wertmaßstäben rangehen, wo eine ausgewogene Struktur daherkommt. Wir möchten so groß sein, dass eben nicht nur die Russen, die Amerikaner und die Chinesen diesen Markt dominieren, sondern wir wollen auch eine wahrnehmbare bayerische und deutsche Duftmarke setzen. Und da geht es auch darum, wie gehen wir an die Themen ran? Wir sind nicht nur dabei, die technischen Fragen zu beantworten, wir wollen auch die sozialen Fragen mit beantworten. Wie wirken denn diese Dinge? Wir haben mit dem Bayerischen Institut für digitale Transformation ein eigenes Institut gegründet, das auch die soziologischen, die rechtlichen, die geisteswissenschaftlichen Fragen mit beantwortet. Was machen die Dinger mit uns? Wie verändert sich die Welt mit diesen Dingen? Was bedeutet denn Quantencomputing dann auch in der Wahrnehmung? Also wir entwickeln die Techniken, machen uns aber auch Fragen oder stellen uns auch Fragen, machen uns Gedanken, wie diese Dinge in Staat und Gesellschaft wirken. Wir möchten auch, dass diese Techniken akzeptiert sind
und nicht immer bloß die Diskussion geführt, Technologiefolgeabschätzungen, wie schlimm und wie böse wird es denn? Die positive Vision steht für uns im Mittelpunkt. Wie erreichen Sie das denn? Also mit welchen Mitteln wollen Sie das erreichen? Also dass die öffentliche Wahrnehmung da positiv gestimmt ist. Wir werden natürlich immer die Faszination der neuen Techniken uns zunutze machen. Viele junge Menschen wollen Zukunft gestalten. Wir werden aber eben auch durch Transfer, durch Diskussion, durch miteinander reden, genau diesen Diskurs eben offensiv führen und deutlich machen, dass Technik eben auch Teil der Antwort ist und nicht Teil des Problems. Und da müssen wir eben auch sehen, was geht, was ist verantwortbar. Und diesen Diskurs, den führen wir offensiv, verantwortbar. Und wir hecheln auch hier nicht hinterher, sondern wir wissen, dass wir hier diskutieren wollen und müssen. Und heute haben wir auch schon Gelegenheit dazu, deutlich zu machen, dass eben auch diese Facette nicht ausblenden. Jetzt hat die Corona-Krise ja gerade in Sachen Digitalisierung, es war ja ein kleiner Offenbarungseid, sich das anzuschauen. Also vor allem auch gerade, was die Wirtschaftsunternehmen betrifft. Sind Sie da so ein bisschen erschrocken auch drüber? Also wir sind bei der Digitalisierung im Spitzenbereich sicherlich sehr, sehr gut. Das haben wir gerade angesprochen. Auch, dass wir eben bei den Hochschulen sehr, sehr schnell umschalten konnten auf digitalen Unterricht. Wir haben in anderen Bereichen schon natürlich gesehen, dass wir nachziehen müssen. Gesundheitsämter, auch im Bereich der Schulen. Ja, da haben wir alle den Ehrgeiz, nochmal nachzuziehen. Da haben wir eben auch jetzt sehr, sehr genau analysiert, wo wir arbeiten müssen. Und das werden wir natürlich auch tun. Die Kollegin Gerlach hat gerade ein neues Gesetz auch auf den Weg gebracht, um hier Antworten mitzugeben. Da ist auch Geld gefragt. Da geht es auch um Akzeptanz natürlich. Mhm. Aber genau an den Stellen werden wir arbeiten. Da kann mein Bereich, mein Ressort Wissenschaft natürlich auch Taktgeber mit sein. Nein, da werden wir Taktgeber mit sein. Wir sind gespannt. Markus Söder hat den Begriff der Clusterbildung schon vor Jahren in den Raum geworfen. Also Wissenschaft trifft Wirtschaft, vor allem in Form von jungen Start-ups. Funktioniert das? Das funktioniert sehr, sehr gut in vielen Bereichen. Wenn ich bei der LMU nach Martinsried schaue, im Bereich der biologischen Forschungen, dann haben wir hier auch unglaublich viele Ausgründungen. Wenn ich die TU nehme, die haben mit der Unternehmertum eigene Unterstützungsstrukturen auch nochmal geschaffen, dass nicht nur geforscht wird, sondern dass auch ausgegründet wird, dass Firmen auch gegründet werden. Und das möchten wir auch mit unserem Bayerischen Hochschulinnovationsgesetz auch noch weiter stärken und unterstützen, dass wir hier eben die Grundlagen legen, aber dass dann eben auch die Techniken gebaut werden. MP3-Player, Telefax, alles in Deutschland und in Bayern entwickelt, aber nie hier gebaut. Es geht eben auch darum, dass wir diese produktiven Arbeitsplätze in Bayern haben. Nicht jeder wird studieren wollen oder können. Und dann brauchen wir hier eben auch diejenigen, die auf einem hohen Niveau diese Techniken auch bauen können und wollen. Und deshalb gehören die beiden Dinge zusammen und sind kein Gegensatzpaar. Also zu clustern, um hier wirklich Stärken zu stärken und dann den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, halte ich für eine sehr, sehr kluge Strategie, die ich ausdrücklich unterstütze und befeuere. Die Start-ups, die da drumherum gesiedelt sind und die dann, oder das, was vielleicht als Ausgründung dann mal zustande gekommen, wie wird das weiter betreut? Also gehen die dann ihren eigenen Weg ab dem Zeitpunkt, wo dann ein Produkt da ist, das man auf den Markt werfen könnte? Oder bleibt die Verbindung aufrechterhalten? In unserem Hochschulgesetz erleichtern wir die Ausgründung von Betrieben aus der Universität heraus. Wir geben den Professoren, den Professorinnen auch zusätzliche Unterstützung. Und wir werden den Start-ups, und das sind dann vor allem die jungen Leute dann natürlich, die Möglichkeit geben, dass sie gerade in dieser schwierigen Anfangsphase länger auf die Infrastruktur, die Labore, die Werkstätten der Universitäten zurückgreifen können, dass gerade diese schwierige Startphase besser überbrückt werden kann. Dann gibt es natürlich die entsprechenden Möglichkeiten der Wirtschaftsförderung, wo wir mit unterwegs sind. Natürlich soll das ein Organismus sein, dass wir nicht den Kontakt verlieren zwischen Staat und Unternehmen, nicht im Sinne, dass man sich gegenseitig dominiert oder sich Schwierigkeiten macht, sondern eine positive Begleitung, um den Prozess möglichst optimal und spannungs- und friktionsfrei gestalten zu können. Wäre es nicht wichtig, da mehr publik zu machen, was da passiert? Natürlich ist Wissenschaftskommunikation ein ganz zentraler Punkt. Und da sind wir mit vielen Themen auch unterwegs. Wieder hier das Beispiel natürlich, diese Themen von Wissenschaft und Forschung auch ins Bewusstsein der Menschen zu bringen, zumal sie kompliziert und anspruchsvoll sind, glaube ich, spannend. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, von dieser Faszination auch zu leben. Denn viele junge Menschen arbeiten natürlich für Geld und für Titel. Aber wenn sie mit den jungen Leuten reden, dann möchten viele auch ein sinnstiftendes Element haben, die wirklich entwickeln wollen, die Erde, die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen. Und das können wir beim Thema Weltraum mit den nachhaltigen Dingen, das können wir beim Thema Cleantech, beim Thema
Energiebatterieforschung, bei all den Fragestellungen, die wir brauchen, um unsere Welt nachhaltiger und auch zukunftsfähiger machen zu können. Viele Fragen, die im umweltpolitischen Aspekt jetzt gerade kritisch diskutiert werden, werden wir mit den Antworten aus der Wissenschaft und der Forschung mit lösen können. Und damit entwickeln wir auch die Technologien, die wir in die ganze Welt exportieren können. Denn die Fragen, die wir uns jetzt in Deutschland stellen, die müssen sich viele andere Staaten in den nächsten Jahren eben auch stellen. Wenn wir die Antworten haben, umso besser. Wasserstoff ist da ein zentraler Punkt, der hier mehr gehegt und gepflegt wird als im Rest von Deutschland. Warum? Wasserstoff ist ein zentraler Bereich der Energieversorgung, weil wir hier auch umweltbewusst diesen Prozess starten können, weil wir hier auch die Chance haben, neue Technologien zu entwickeln. Wasserstoff wird zum Beispiel bei LKWs oder bei Flugzeugen eine entscheidende Rolle spielen, weil sie hier mit Batterien schlicht nicht arbeiten können. Ein LKW, der eine ganze Wagenladung mit Batterien nach sich ziehen muss, ist nicht effizient. Von daher haben wir hier im Energiemix viele spannende Möglichkeiten. Auch im Flugverkehr forschen wir hier intensiv dran. Und wir müssen eben je nach Technologie, je nach Aufgabenfeld unterschiedliche Antworten geben. Im Innenstadtbereich beim Auto wird der Elektromotor eine große Rolle spielen. Hybridfragen werden bei langen Strecken eine Rolle spielen. Und gerade wenn es um Schwerlasten geht, wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Und das halte ich für ganz, ganz spannend. Jetzt wäre es sinnreich und hilfreich, wenn Wissenschaftler mehr tatsächlich das vertreten und dem ganz normalen Menschen mal zeigen würden, was rührt sich denn da eigentlich? Da passiert relativ wenig. Also auch da sind wir unterwegs. Das Stichwort Wissenschaftskommunikation habe ich angesprochen. Wir werden in unserem Hochschulinnovationsgesetz auch den Transfer als wichtige Aufgabe neu definieren. Das machen Gott sei Dank schon sehr, sehr viele. Aber wir müssen es noch ein Stück stärker strukturieren und stärker nach außen bringen, um deutlich zu machen, was läuft. Wenn Sie Harald Lesch nehmen, der natürlich ein genialer Kommunikator ist, dann brauchen wir noch viele Menschen, die hier jetzt auch entsprechend unterwegs sind und komplizierte Dinge auch so erklären können, dass sie eine nicht spezialisierte Fangemeinde, sage ich jetzt mal, auch mit verstehen kann. Da werden eben auch didaktische Fragen zu beantworten sein. Aber dass wir hier mehr tun müssen, ist vollkommen klar. Sonst werden viele Technologien die Akzeptanz nicht finden und dann werden wir Schwierigkeiten haben. Aber das Thema haben wir auf der Agenda und im Hochschulgesetz, das wir gerade erarbeiten, ist das auch ein ganz zentraler Punkt. Bis jetzt ist es ja so, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler keinen Vorteil davon haben, wenn sie ihre Studien erklären. Also das wird ja von manchen sogar abgelehnt nach dem Motto, bietet mir keine Vorteile, damit komme ich nicht weiter voran, nur weil ich so freundlich bin und auch andere daran teilhaben lasse. Ist es denn auch geplant, dass man das fördert und unterstützt? Sehe ich auch nicht mehr als Mehrheitsmeinung in der Wissenschaftler-Community. Ich glaube, das ist eher eine kleine Gruppe, die Sie beschrieben haben. Aber natürlich sind wir auch dabei, hier deutlich zu machen, dass sich die Leute auch selber einen Gefallen tun. Aber wir haben natürlich auch Möglichkeiten, über Freisemester und entsprechende Unterstützungen da was zu tun. Da sind sicherlich auch viele jetzt auch geneigter, weil sehr viel mehr auch ihren gesellschaftlichen Auftrag jetzt verstehen und jetzt auch sehen, dass man hier mehr tun muss und dass sie auch für ihre eigene Forschung dann mehr Akzeptanz bekommen. Denn Dinge, die die Menschen nicht verstehen, die sie nicht sehen, die sie misstrauisch beäugen, werden sie auch nicht akzeptieren. Und deshalb brauchen wir ein wissenschaftsfreundliches Umfeld. Das sehen auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und beteiligen sich deshalb auch intensiv an dieser Kommunikation. Das Wissenschaftsprogramm war unterfüttert mit sehr, sehr, sehr viel Geld. Bleibt das denn vollständig erhalten oder wird da auch Corona wegen eine Kürzung stattfinden? Die 2.500 Stellen, die ich angesprochen hatte, sind keine Ankündigung mehr. Die sind in den Haushalten des Freistaates Bayern beschlossen und hinterlegt. Die 1.300 Stellen, die wir entfristen werden, die bisher noch zeitlich befristet waren, die werden Dauerstellen werden. Das sind alles konkrete Beschlüsse, das sind keine Ankündigungen mehr. Die Dinge können im Haushalt des Freistaates Bayern nachgelesen werden. Das größte Problem der Präsidentinnen und Präsidenten unserer Universitäten und Hochschulen besteht darin, die vielen Stellen zu besetzen. Das Problem höre ich wirklich sehr, sehr gerne. Denn da sind wir gut unterwegs, um eben auch junge Menschen die Perspektiven zu bieten. Neue Professuren heißt natürlich auch, dass Nachwuchs nachkommen kann und dass hier jetzt sehr viel bessere Beschäftigungsmöglichkeiten in diesem spannenden Feld gegeben sind, als das vor 2, 3 Jahren noch war. Deshalb möchten wir in Bayern natürlich auch die besten Köpfe gewinnen, um hier Perspektive zu haben, die besten Techniken zu entwickeln oder die besten Antworten auf komplizierte auch Fragen des sozialen Miteinanders zu geben.
Dafür wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Herr Siebler. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren, und Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm.